Nostalgie. Man fällt schnell auf sie rein. Wahrscheinlich zu schnell. Wir fallen auf sie rein. Wir kleiden uns in den 90ern und Musik aus den 80ern, trinken Filterkaffee und benutzen Schallplatten und analoge Kameras. Aber warum? Vielleicht, weil es sich anfühlt, als ob jede andere Zeit besser war als unsere. Wir sind verloren, im Hier und Jetzt. Genau wie vor 100 Jahren. Wiederholt sich alles? Warum war die Generation vor 100 Jahren verloren? Ich glaube, ihre Filterbubble ist geplatzt. Wir denken an die goldenen 20er, die Partys, die Musik, den Champagner. Tatsächlich hatten die Menschen einen Weltkrieg hinter sich. Zum ersten Mal konnte man sich dem Leid der Welt nicht mehr entziehen. Es wurde nicht mehr, es wurde nur erfahrbar. Und nach der Erkenntnis, dass die Welt so ist, wie sie nun mal ist, machte sich ein Gefühl der Ohnmacht breit. Und wir? Uns wurde gesagt, uns steht die Welt offen, aber tatsächlich stand sie 2 Jahre lang still. Sind wir verloren? Nur weil auch wir 2 Jahre lang stillhalten mussten? Oder vielleicht, weil wir das ganze Leid der Welt die ganze Zeit in unserer Hosentasche tragen? Wie gesund ist es, schon morgens hungernde Kinder neben zu teuren Autos und zu schönen Frauen zu sehen? Wie gesund ist überhaupt irgendwas davon? Unsere Verlorenheit kommt nicht von 2 Jahren Netflix. Wir sind gelähmt, weil wir wissen, dass wenn diese Pandemie irgendwann vorbei ist, ein noch viel größerer Tsunami von Problemen auf uns zurollt. Das Schlimmste ist, dass jeder davon weiß und trotzdem nichts passiert. Wie soll man da noch an irgendwas glauben? Plötzlich merken wir, dass wir gar nicht so verloren sind. Wir haben uns gefunden in einem riesigen moralischen Trümmerhaufen. Also weiter Filterkaffee und Schallplatten. Nur um nicht hier zu sein.